Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ihr seht schon, es ist wilder Trubel. Ich habe, seitdem wir das letzte Mal das Spiel aufgehört haben, also wir das letzte Mal die Folge beendet haben, bis jetzt ein paar Mal laufen lassen. Und ihr seht schon, die Zahlen zeigen in eine gute Richtung. Und ich muss mal kurz schauen, weil ich höre mich auf meinen eigenen Ohren nicht. Das ist eklig. Ah, das muss ich vielleicht mal irgendwann anders einstellen. Ich muss noch irgendwie gucken, kann ich das Input? No. Kann ich das so schnell einstellen? Phones? Mix? Ja. Yeah. Ist ja auch wurscht am Ende, ne? Hauptsache, ihr hört mich und könnt mich mir zuhören. Also ihr seht schon, wir haben 2 Millionen auf dem Konto. Dafür würde ich erstmal das Gebiet hier freischalten. Endlich der neue Flughafenteil. Ich überlege schon, ob wir den hier auch freischalten. Weil, sagen wir mal so, leisten könnten wir es uns jetzt. Jetzt ist natürlich die nächste Sache, wir müssen wieder einen neuen Sound ziehen. Oder als erstes heißt es... Das alles weg. Du da unten auch. Und wir gehen erstmal und holen uns neue Bauarbeiter. Wenn, ab jetzt heißt es wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir müssen einen neuen Mitarbeiter zusetzen. Kaufen wir uns 25 mal bereitstellen. Dann haben wir ein paar mehr. Es sind noch immer 84 verfügbar. Da kommen die neuen schon, glaube ich, ja. Und die gehen auch direkt an die Arbeit, denn wir müssen natürlich den Zaun abreißen. Jetzt wird gleich mal ein neuer Zaun gezogen. Wir müssen natürlich immer schauen, dass das hier alles gut verläuft. So. Und dann haben wir hier schon das Täunchen. Denn wir wollen ja für die neuen Flugzeuge Plätze schaffen. Und genauso wie den das Terminal auch mal dann bearbeiten. Aber jetzt erstmal wird natürlich ein Riesenterminal dann gebaut. Mit dem Geld, was wir jetzt haben, haben wir natürlich auch gute Vorteile. Wir werden aber dann wahrscheinlich auch noch neue Maschinen alles kaufen müssen. Das wird nochmal, ich denke, riesige Probleme ergeben. Ihr seht auch, ich habe hier das jetzt endgültig weggemacht. Ich habe herausgefunden, wir müssen hier Shift drücken. Und dann kann man das abreißen. Keine Ahnung, ich vergesse das immer wieder. Aber ich glaube, wir haben das eh eigentlich fast immer schon rausgefunden. So. Denn ich bin natürlich auch am Überlegen, wie wir jetzt hier umbauen. Um dem Ganzen einen Platz zu geben. Ich denke nicht, dass wir das Terminal nach hier versetzen. Die Straßen neu verlegen. Und dann hier nochmal richtig viele Parkplätze reinsetzen. Also so richtig viele. Dann den Verkehr aufteilen, dass hier eine doppel-einseitige Spur läuft. So dass, oder halt, ob doppel-einseitig, ich weiß nicht, ob, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, aber ich hätte gerne auf jeden Fall mehrere Busparkplätze. Ich hätte gerne ein riesiges System, dort auch einen riesigen Busbahnhof noch und alles drum und dran. Und natürlich, die Parkplatzmenge muss erhöht werden. Was natürlich dann hier wieder der Fall ist, wir müssen dieses Terminal vielleicht beseitigen, da ich gerne hier Sachen oder das Ganze ein bisschen umbauen würde. Aber dafür kommt halt dann hier dieses riesige Terminal hin. So, wie schaut's denn aus, Leute? Wie seid ihr? Fast durch. Ja, dann planen wir mal. Das Terminal sollte relativ groß werden. Aktuell haben wir ja so ein kleines Terminal und ich würde halt gerne hier unten starten. Denn ich würde das hier unten direkt zum kompletten Flughafenplatz ernennen. Das ist natürlich alles so eine Sache dann immer, ne? Mache ich das wirklich so groß? Das kostet mich fast 1 Million. Alter. Mache ich es kleiner? Mache ich es größer? Oder ich starte von hier und baue hier ein großes Terminal hin. So. Das wäre nur fast 500.000. Wenn, dann will ich schon bis hier errichten, damit wir dann eine Verbindung auch bauen können. Wir bauen das jetzt mal so. Und ich hätte gerne hier ein Verbindungsstück. Alter. Ist das übel? Da kommt ja noch ein zweiter Stock überall drauf. Wir müssen jetzt mal nicht gucken, wie groß ist denn so ein...
Landeplatz oder einen Parkplatz für ein mittleres Flugzeug. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir müssen ja für die auch Plätze schaffen. Vintage Stand. Nee. Wir gehen hier schön modern. Also, und sie kosten uns 100.000. Alter, sind die brutal. Ich würde ja sagen... Alter, ist das riesig! Dass wir das genau so lassen, dann hier die Parkplätze reinsetzen und das bis da drüben durchziehen. Das wird ein riesiges Ding. Wir brauchen natürlich noch Flächen für Enteisungsstationen, aber das wird vielleicht dann hier mal umgebaut. Also, schauen wir mal. Die müssen jetzt erstmal das Ganze fertig bauen. Und dann können wir uns weiter überlegen, wie wir fortfahren werden. Was auf jeden Fall passieren muss, ist Fußweg. Fußweg, Fußweg, Fußweg. Was sind da, Flugzeug? Nee. Das ist Enteisungsmittellager, das ist enteisungsfähig mittel und mittelgroß. Was für kleine Flugzeuge. Ja, selbst dafür brauchst du ordentlich Platz. Das darfst du ja nicht vernachlässigen, ne? Weil das Flugzeug kommt von der einen Seite rein und muss dann von der anderen Seite wieder raus. Bedeutet, wir brauchen Flächen. Richtig viele Flächen. Also zurück zum Thema, wir brauchen Fußwege. Bin ich jetzt blöd? Das war doch ein eigenes... Ein eigener Knopf. Oder so. War denn der Verkehr? Ah, hier. Fußweg. Ich will den genauso eine Fläche lang haben. Und auch hier überall runter. Alter, das wird ein teures Ding. Ich sag's euch, das wird so richtig teuer. Ah, Terminal, hier kann gleich eine Wand rein. Ich sag euch, unsere Projekte werden jetzt ab sofort so teuer. Gibt's hier einen Planungsmodus? Schon, oder? Warte mal, hier gab's mal einen Planungsmodus, glaube ich. Planungsmodus umschalten. So. Mein Plan ist es... 1, 2, 3, 4... Das hier 6 breit bis nach hinten durchzusetzen. So. Dann hier vorne erstmal noch für kleine Flugzeuge. Obwohl es natürlich hier vorne nicht geht. Aber ich würde halt hier gerne nur mal riesige Flächen machen. Dann gibt es natürlich den Flughafenweg. Den hätte ich gerne 12 breit. Also ich will jetzt hier nicht an Fläche sparen. Ich will es schön machen und schick und groß. Das ist der ganze Sinn dahinter. Deswegen, ich hätte gerne vorne die kleinen Flugzeuge. Dann hätten wir hier alleine 4 akzeptieren. Bestätigen. Flug annullieren. Yes. Flugzeug kommt dann langsam runter. Jetzt sollten wir dann gleich ein Notfallflugzeug kriegen. Bin mal gespannt. Die Feuerwehr sollte sich schon mal ready machen. Ah, da kommt sie schon. Wo geht die hin? Okay. Absicht? Feuer löschen für MP5. Ist das schon da? Wo kollabt denn das jetzt? Da kommt es. Ich sehe das Flugzeug. Ah, schau, jetzt fährt's los.
Der nächste Brand. Oh, oh, es fährt sein Stiel aus. Wie schaut denn das aus? Wie schaut aus, als ob ich pissen müsste? Okay, Schritt 1 gelöst. Mayday, Mayday. Für Notfall benötigt Feuerwehrfahrzeugunterstützung. Schritt 1 beendet. Ah, er stellt sich trotzdem nochmal hier hin. Willst du nochmal wedeln? Nee, guck mal, da steigen Leute aus. Was wollt ihr? Warst du schon? Schritt 1 von 4 gelöst. Okay. Gut. Zurück zum Flughafen. Das wird ein bisschen schwer, weil da müsste ich hier wieder Platz machen. Kann ich das wieder rückgängig machen? Also hier einfach so hin? Perfekt. Alles das da mal weg. Einfach mal wusch weg, bitte. Dann planen wir vielleicht anders. Ich hätte gerne... Dann machen wir jetzt erstes mal die großen Flugzeuge. Parkflächen für große Flugzeuge. Weil die sind im zweiten Stock angesiedelt. Bedeutet, das geht eh in eine ganz andere Richtung dann. Das ist halt ein bisschen problematisch, wenn ich jetzt hier so... Dann müssen wir eh umplanen eigentlich. Dann brauchen wir... Die Runways. Jetzt ist das natürlich alles langsamer hier. Jetzt können wir mal wieder Gas geben. Machen wir 20 breit. Bin ich wieder... Oh shit! Die sind im normalen Baumodus. Das war nicht der Plan. Ich wollte doch noch planen. Alter, auf einmal baut die Parkplätze. Die sind schweineteuer. Seid ihr wahnsinnig? Also, so oder so müssten die gebaut werden. Da würde ich noch ein bisschen Geld sparen. Verliere kein Geld. Ich verliere kein Geld. Alter, war das gerade übel. Ich habe mich schon gewundert, warum wir auf einmal Geld verlieren in so einem 15, dann haben sie schön Platz. Oder machen wir es 20 breit. Also so mache ich wenig Platz hier. Oh, scheiße. Okay, ich könnte das natürlich erhöhen, aber... Geh mal weg. Nochmal. Felder. Wenn wir sagen 15, das wird doch auch reichen, oder? Dann wieder Parkplätze. Nein, ah, der war daneben. Parkplatz. So. Und dann macht man hier so einen 8 breiten Terminalgang, würde ich sagen. Das würde relativ gut passen. Obwohl, ich würde vielleicht auf 10 erhöhen. Dann ist da mehr Platz. Kann man vielleicht hier so Ständchen in die Mitte machen, noch Klos in die Mitte. Eigentlich braucht man viel mehr Platz, ne? Eigentlich bräuchte ich sowas wie 15 hier auch. Einfach damit du wirklich Platz hast für die Flugzeuge. Aber schau mal, wie... Das sind jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder ich krieg 20 auf diesem Flughafen wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier mit der Kopierfunktion... drüber rassel,
Okay, dann halt ohne Kopierfunktion. Flughafenteile hier. Vor allem, das sind noch die kleinen. Dann wieder Strecke. Wurde mit Erfolgnis 100% verwurde. So. So. Und dann bauen wir hier noch ein Terminal hin. Also das wäre dann unser Terminalbereich. Flugzeuge landen hier und kommen dann da rein. Wie viel haben wir jetzt geparkt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind doppelt so viele mittlere Flugzeuge. Ist natürlich eine gute Frage, ob das sich dann lohnt, weil wir müssen da noch natürlich einen kompletten zweiten Stock auch draufsetzen. Gehen wir mal aus dem Planungsmodus raus. Baumodus für geplante Objekte ziehen, um im Bau auszuwählen. Ach, guck mal, da kann ich rein, da steht drüber von. Cool. Also kann ich dann sagen, hey, bau mir das. Kann ich dir dann auch sagen, hey, warte mal, ich will nochmal in den Ding-Modus hier. Nimm die Wand hier auseinander, geht das? Ja. Dass er das dann zum Beispiel nicht mitbaut. Cool. Okay. Ah, schau, die bauen hier brav. Okay. Das ist super. Dann können wir im Planungsmodus rein natürlich auch hier mal die Straßen planen. So. Jo. Ich hätte gerne, dass die Parkbuchten sind. Nee, warte mal, wo sind die Bushäuschen? Oh, nett. War süß. Autohaltebucht. Ein Taxi-Haltebucht. Also ich würde gerne... Oh, das ist was anderes gewesen. Achso, doch, es ist ein Autohaltebucht. Schaut bloß komisch aus. Ich hätte hier gerne das ungefähr so fürs Erste, dann kommt dazwischen noch Taxi-Haltebuchten. Haben die hier mehr Haltemöglichkeiten? Dann kriegt ihr, wie viel passt denn hier rein? Großzügig sind, machen wir es so. So, das sind die Autohaltebuchten, die wir jetzt hier haben. Gut, dann gibt es hier Einbahnstraßen. Dafür sollte ich erstmal eine Betonstraße ziehen. Wie gesagt, neues Gebiet, neue Regeln. Und dann natürlich wieder One-Way-Ticket zeigen. So. Dann haben wir hier quasi die neuen Parkgebiete. Können wir rein theoretisch hier den Busbahnhof machen und können sie gleich wieder abfahren. Der wird halt ein bisschen complicated. Gut, dann tun wir aber ihnen erstmal sagen, hey, setzt das Ganze um. Cool. Rentisch kann man dann hier auch was platzieren noch. Genau, das ging auch. Finde ich gut. Guck dir das an, die laufen jetzt wie kleine Häschen dahin und bauen das. Ja, ich weiß, dass da nichts anderes ist. Ah! Also sie wollen jetzt unbedingt rein theoretisch haben, dass ich hier sage, okay, Flugzeug,
Rollfeld. Ist komplett anders. Ja, super. Also ist so. Die sind nicht mal gerade aneinander. Ich hasse es. So. So. Und dann können die da rausfahren. Dann gehen die davor an die Flugfeldstraße und dann hat sich das Ganze sozusagen. Bauen die jetzt noch Straßen oder was passiert hier? Haben die Straßen nicht gebaut? Baumodus? Wollen die die nicht bauen oder habe ich hier was falsch verstanden? Oder habe ich die falschen gebaut? Oh, ich bin voll Depp. Oh, ich bin voll Depp. Ich habe Wartungsstraßen gebaut. Oh, ist das dumm. Okay, nochmal alles von vorne schnell. So. Nu aber. Ja, schauen. Jetzt schaut das doch schon um einiges besser aus. Dann sagen wir noch hier, schau her. Betonstraße auch. Hier fürs erste lang. Die Taxis nutzen gleich die Möglichkeit, hier auch noch parken zu können. Wie gesagt, das ganze System muss eh nochmal überarbeitet werden. Die kommen dann hier runter und fahren hier ab. Also haben die echt viel Platz. Das ist wunderschön. Die kriegen jetzt von mir hier auch noch ein bisschen Sachen reingestellt. Und dann wird nämlich der erste Teil der Straße abgerissen. Und zwar der hier. Einfach damit wir den Platz kriegen. Wir brauchen den Platz, um die ganzen Parkplätze zu bauen und hin und her. Und das muss man natürlich auch alles erledigen, ne? Dann wird hier noch einmal für eine Person eine Haltebucht gebaut. Zack. Wird schon gemacht. Wie gesagt, die Bushaltestelle hier kommt auch weg. Da gibt es ja dann den großen Busbahnhof, der kommen wird. Vielleicht geht dann hier die Straße rein und der führt hier durch und dann hier in die einzelnen Busbuchten sozusagen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles irgendeinen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und schreibt mal, was ihr von dieser Idee hier haltet, dass wir hier diesen riesigen Flughafen bauen. Und ob wir vielleicht in die Richtung dann doch noch den kleinen machen sollen und halt hier irgendwie so einen Durchgang oder ein zweites Terminal errichten sollen. Also, bis dann. Ciao.